Einen schönen guten Tag. Heute wieder ein kurzer Bericht aus einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, der gleich am Anfang gemeinsam mit dem Kulturausschuss der Stadt Worms getagt hat. Es ging um das große Thema Luther. 1521 stand er hier vor dem Wormser Reichstag und hat den Widerruf seiner Schriften verweigert. Sie wissen alle, was das für die Geschichte der Reformation bedeutet hat. Luther hat sich dabei nicht nur auf die Heilige Schrift und auf das Wort Gottes berufen, sondern erstmals in der Weltgeschichte überhaupt auf sein Gewissen. Und dieses Ereignis, der Reichstag zu Worms und die Berufung auf das Gewissen, das wollen wir zum Gegenstand einer großen Ausstellung im Jahr 2021 machen. Die Kuratorin, Frau Dr. Katharina Kunter, war heute hier im Haupt- und Finanzausschuss und hat ihre ersten Vorüberlegungen präsentiert. Sehr ausführlich auf die ganze Folge- und Wirkungsgeschichte der Gewissensberufung ist sie eingegangen. Und wir haben im Ausschuss sehr intensiv darüber diskutiert, auch weitere Anregungen gegeben, die sie in der weiteren Bearbeitung hin zu einem kompletten Konzept natürlich jetzt bedenken wird. Also ein großes Projekt, das vielleicht sogar nationale und internationale Bedeutung haben wird, mit dem wir auf ein Ereignis hinweisen, das in der Geschichte unserer Stadt einmalig ist und enorme weltweite Bedeutung genommen hat. Ein anderes Thema, das mehr die Herzen der Menschen berührt, hat uns beschäftigt, nämlich die Frage, ob bei Auftritten von Zirkussen auch wilde Tiere gezeigt werden dürfen, die eigentlich nicht in einen Zirkus gehören, sondern in den Urwald oder in die afrikanische Steppe, auch wenn sie viele Kinder und viele Besucher von Zirkussen noch so sehr faszinieren. Es ist einfach nicht artgerecht, wie solche Tiere gehalten und zur Schau gestellt werden. Deswegen haben wir vor Jahren schon mal beschlossen, dass wir unsere Plätze, den Festplatz und andere Orte solchen Zirkusunternehmen eigentlich nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. Jetzt gibt es darüber Gerichtsurteile, dass das so nicht zulässig sei. Aber wir wollen zunächst einmal bei dieser Haltung bleiben. Und ich denke, das wird bei den Freunden des Tierschutzes großen Anklang und Unterstützung finden. Und ich hoffe, es kommt nicht zu Auseinandersetzungen, bei denen der Stadt entsprechende Schadenersatzforderungen stoßen. Also ein emotionales, aber ein wichtiges grundsätzliches Thema. Darüber hinaus sind weitere Punkte diskutiert worden, über die aber dann nochmal im Stadtrat gesondert beraten wird. Viel Freude bei der Beobachtung der Wormser Kommunalpolitik.